Ja, ich begrüße Sie ebenfalls sehr herzlich. Bitte Sie um Verständnis für meine etwas angeschlagene Stimme und die etwas verspätete Anfangszeit. Ich freue mich, Sie über Verlauf und Ergebnisse der Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand der CDU Deutschlands informieren zu können. Die Gremien haben getagt nach einem Wochenende, das einmal mehr deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, dass die CDU als starke politische Kraft in der Mitte Verantwortung für eine gute Zukunft unseres Landes trägt. Wir haben einen SPD-Parteitag erlebt, der ein Wahlprogramm beschlossen hat, das den deutlichen Linksruck dieser Partei endgültig besiegelt. Und wir haben schließlich mit der Gründung der AfD die Gründung einer Partei erlebt, deren Kurs gegen den Euro Europa spalten und Deutschlands Spitzenposition und damit den Erfolg auch der Arbeit der Menschen in diesem Land aufs Spiel setzen würde. Die SPD hat ein Programm beschlossen, das das Gegenteil ist von einem Zukunftsprogramm. Es ist eine 40 Milliarden schwere Bedrohung für unser Land, eine massive Attacke auf die Mittelschicht in diesem Land. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages spricht von 1,4 Millionen Arbeitsplätzen, die durch die Steuererhöhungspläne dieser Partei gefährdet wären. Gleichzeitig zielt die Europapolitik auf eine weiterhin bei der SPD auf eine Vergemeinschaftung der Schulden. Das Ergebnis solcher Politik wäre ein Ende des deutschen Aufschwungs und ein Weg zurück zur roten Schlusslichtlaterne. Damit ist deutlich in beide Richtungen hineingesagt, wir müssen Kurs halten. Denn es gibt Alternativen zum Erfolg unseres Landes, aber die würden den Menschen nicht gut bekommen. Und deswegen gehen wir unseren Weg der Mitte konsequent weiter. Ein weiteres Thema, bei dem es auch um Maß und Mitte und Zusammenführen von Positionen geht, war das Thema der Förderung von Frauen, auch auf dem Arbeitsmarkt, auch in Spitzenpositionen der Wirtschaft, über das wir intensiv gesprochen haben. Seit 2005 ist die Quote der Erwerbstätigen in Frauen in Deutschland von 60% auf 71% deutlich gestiegen, stärker als in jedem anderen Land. Mit einer Reihe von branchenspezifischen Mindestlöhnen verbessern wir gerade in Berufen, die typischerweise häufig von Frauen ausgeübt werden, wenn ich nur an den Bereich der Pflege denke, nachhaltig die soziale Situation von Frauen in vielen Berufen und wollen diesen Weg ja konsequent weitergehen. Aber wir sagen sehr deutlich, in den Führungspositionen der Wirtschaft ist dies in völlig unzureichender Weise heute der Fall, nur dass Frauen auch Spitzenverantwortung übernehmen. Wir haben uns damit intensiv auf unserem Bundesparteitag beschäftigt und damals einen Beschluss gefasst, der heute wieder Gegenstand der Beratung war, weil er ja auch Ausgangslage ist für unsere Arbeit am Wahlprogramm mit der CSU, erkennend, dass im Hinblick auf verbindlichere Regelungen zur Frauenförderung in der Wirtschaft in dieser Legislaturperiode wir keine weiteren gesetzgeberischen Schritte gehen werden, dass wir es ins Wahlprogramm aufnehmen. Der CDU-Bundesparteitag hat sich zum Instrument der Flexiquote für, das ist wichtig, Vorstände und Aufsichtsräte bekannt, mit dem Ziel, hier zu einer deutlichen Verbesserung zu kommen. Und was Aufsichtsräte angeht, dann ausdrücklich gesagt, dass unsere Vorstellung ist, 2020 im Schnitt 30% von Frauen hier in Aufsichtsräten zu erreichen. Wir haben über diesen Text den Beschluss, der sagt, wir wollen das verbindlicher regeln und der hier Bezug nimmt auf Aufsichtsräte, noch einmal intensiv diskutiert und haben uns im Ergebnis verständigt, auch in einer vorherigen Absprache der beiden Parteivorsitzenden von CDU und CSU, dass wir für das Wahlprogramm vorschlagen wollen, auf der Grundlage dieser Formulierung des Parteitages, also Flexiquote für Vorstände und Aufsichtsräte ab dem Jahr 2020 gesetzlich eine feste Quote von 30% für Frauen in Aufsichtsräten von mitbestimmungspflichtigen börsennotierten Unternehmen vorzusehen. Also diese Zielmarge, die der Parteitagsbeschluss
bereits beinhaltet, noch einmal deutlich konkreter zu fassen. Das ist intensiv diskutiert und am Ende bei 2 Gegenstimmen, einer Enthaltung so beschlossen worden, wird uns also auf den Weg mitgegeben bei der Erarbeitung des Wahlprogramms von CDU und CSU. Das ist ein Ergebnis einer intensiven Diskussion, in der nicht zuletzt auch die Vertreterinnen der Frauenunion sehr nachdrücklich für ihre Position geworben haben und wir dann insgesamt der Meinung waren, ja, es besteht Bedarf hier, den Parteitagsbeschluss im Hinblick auf die Ziellinie 2020 noch ein bisschen, ein deutliches Stückchen präziser zu fassen. Lassen Sie mich sagen, zum Geiste dieser Diskussion gehört die in der Diskussion auch zum Ausdruck gebrachte Erwartung, dass wir als Union im Parlament geschlossen und koalitionsvertragsgemäß agieren. Zu diesem Beschluss gerne freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen.